Willkommen bei Harente TV, dem TV für alles speziell auf dieser Welt. Kommentiert von Dennis Kassori und René Busch. Und live aus dem Kolosseum in Haren. Richtig. Auf der Bruchstraße 12, 52525, Waldfeuchtharen. Ja, was haben wir so Spannendes zu berichten? Ja, was habe ich gehört? Bayern hat 5-2 verloren. Tja. Oktoberfest. Junge, halt's Maul, das gibt's nur für Sport. Das geht erst am Sport. Ja, ich weiß, dass ich Sportmoderator bin, aber okay, weiter. Seht ihr schon das Neueste? Blauwal ist gestrandet. Ein 11-jähriges Kind sieht aus wie ein Blauwal. Junge, das ist. Das, Greenpeace muss angerufen werden. Was kann man dagegen machen? Greenpeace anrufen oder mich anrufen. Ich bin der offizielle Wahlentsorgungsdienst. Auch kurz genannt WED. Alles klar? Also, Telefonnummer 01773804082. Junge, was gibt's noch zu berichten? Puff ist explodiert. Bei Dennis im Zimmer. Der war gut. Nein, also der Puff ist explodiert in Waldfeucht, ne? Da wurde ein bisschen zu viel gevögelt, aber kann man nichts machen. Und jetzt kommen Sie zu den Sportnachrichten mit René Busch. Da haben wir etwas Sensationelles zu berichten. Oder sage ich lieber mal zu zeigen. Denn wenn Sie hier auf den scheiß PC gucken, dann können Sie gleich etwas super geiles sehen. Etwas richtig super saugeiles. Wieso geht das nicht? So, geht da. So, und zwar haben wir ein super, super, super tolles Video von einem Schiedsrichter, der es nicht abwarten kann, schwul zu werden. Ja, gut. Was ist das denn? ICQ? Wo sind wir denn hier? Nein, wir sind hier im Puff. Hau ab. Gut, Konto, Favoriten. Gut, da schau mal, Goofy und Max. Boah, Goofy und Max! Das ist doch mal fett. Geh mal auf die letzte Seite. Bin dabei. Ja, da haben wir DuckTales. Boah, geil, DuckTales. Da ist es, da ist es. Boah, schwuler Schiri, meine Damen und Herren. Wie gesagt, er kann es nicht erwarten, schwul zu werden. Schaut hin und lernt. Das war das Video des Monats mit dem schwulen Schiedsrichter. Und jetzt kommen die aktuellen Sportnachrichten. Die ganz aktuellen. Die letzten Ergebnisse des letzten Spieltages. Tut mir leid, diese Informationen sind noch nicht aktuell, aber ich kann Ihnen eins sagen. Bayern hat verloren. 5-2 gegen Werder Bremen. Unglaublich, aber wahr. Natürlich, es ist Oktoberfest. Was will man denn da machen? Es wird gesoffen. Da haben selbst die Bayern-Profis kein Problem mit. Einfach sich an die Kante heben. Was ist es denn? Oh, zapf das. So, ich da nur. Oh, zapf das. Jo, haben wir noch was? Ich hab gehört, die Jamie Lynn Spears, ne? Die hat Nacktfotos jemand. Ist das sogar unten? Nacktfotos? Woher weißt du das wieder so ganz genau? Ich war dabei. Oh. Warst du Fotograf, wa? Nein, ich war der, sie ausgezogen hat. Boah, geil. Schickst mir die Fotos. Peace, Alter. Moment kurz, Telefon für die Redaktion. Oh, wir haben gerade gedacht, du telefonierst. Tja, war falscher Alarm. Das Telefon klingelt übrigens immer noch. Ja. Blick also. In die Hose? Nein, lass sein. Nahaufnahme. Meine Damen und Herren, jetzt geht das letzte Wort an René Busch, dem Sportmoderator. Ja, zum letzten Wort der Sendung wollte ich einfach nur das Wort des Monats nennen. Und zwar ausgetrockneter Ententümpel. Oder wie jeder auch sagt, rausschicken. Ja, genau. Meine Damen und Herren, das war Haren TV für diesen Tag. Ihre Moderatoren René Busch und Dennis Kassori. Auf Wiedersehen. Peace forward. Yeah.